Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich habe letztens mit einer Coaching-Teilnehmerin von mir gesprochen und habe Feedback bekommen, dass eine Bekannte von ihr seit längerer Zeit so meine Beiträge und Videos schaut und es super unglaubwürdig findet, dass ich immer davon spreche, dass Abnehmen leicht ist oder dass es leichter wird. Ich habe da letztendlich auch vollkommenes Verständnis für, denn viele schaffen es einfach nicht, ihr Wunschgewicht zu erreichen, probieren einfach auch vieles aus, scheitern dabei immer wieder. Und ja, natürlich ist es nicht so einfach, wenn man einfach auch die gewisse Klarheit dahinter nicht hat, wie das Ganze wirklich im Alltag funktioniert. Denn wäre es so super leicht, hätte ich absolut keine Daseinsberechtigung, überhaupt Menschen irgendwie helfen zu müssen. Denn mit den richtigen Herangehensweisen fällt es dir auch viel, viel leichter, dein Ziel zu erreichen, weil es fehlt heutzutage einfach nicht mehr an Informationen, sondern es sind eher so die emotionalen Hürden, die dich an dem ganzen Umsetzen hindern. Ja, du kennst es, du weißt, ja, okay, ich müsste mich gesünder ernähren, ja, ich müsste mich mehr bewegen, aber du machst es nicht, du kommst nicht in die Umsetzung deiner Informationen. Und das ist genau der Punkt, warum es letztendlich auch so schwer fällt, abzunehmen. Und es sind auch viele Glaubenssätze, die tief in dir sind, dass du halt von Anfang an rangehst und sagst, oh, Abnehmen ist super schwer und es schränkt mich nur ein, es ist super viel Veränderung. Und da gehst du direkt schon mit einer gewissen Schwere in das ganze Thema rein, anstatt zu sagen, okay, gut, ich möchte mich einfach gesünder ernähren, weil ich es mir selbst wert bin. Und dann hast du eine gewisse Leichtigkeit. Wie gesagt, es fängt ja auch schon damit an, wie gewisse Sachen kommuniziert werden. Was sich bei dir als Glaubenssatz verankert zum Thema Abnehmen ist, dass du halt denkst, ich muss jetzt super viel verzichten, ich muss extrem viel hungern, ich darf bloß noch Obst und Gemüse essen. Süßigkeiten und Alkohol ist jetzt auch verboten und ich muss halt auch den ganzen Tag exzessiv Sport machen. Ja, ganz ehrlich, also wenn ich das so höre oder wenn ich das gerade auch so zu dir sage, würde ich auch sagen, habe ich absolut keine Lust drauf. Das ist ja super anstrengend und würde ich vielleicht ein paar Tage machen, aber dann auch wieder sein lassen. Also deswegen habe ich da auch für meine Coaching-Teilnehmer immer vollstes Verständnis am Anfang, wenn sie mit diesen Glaubenssätzen, mit diesem Blickwinkel da rangehen. Aber dafür bin ich ja da, ihnen es wirklich leichter zu machen. Die Frage ist halt, woher kommt so dieser ganze Ansatz, wie man da an dieses Thema Abnehmen rangeht? Oftmals sind es auch die eigenen Erfahrungen, die man hat. Das heißt, man hat es schon auf eigene Faust versucht umzusetzen, ist aber immer wieder gescheitert. Und auch natürlich von Erfahrungen anderer Menschen. Ja, dass man sich einen gewissen Erfahrungswert einholt oder einfach nur von anderen Menschen hört, Mensch, ich habe versucht abzunehmen und ich bin gescheitert und das ist so super schwer und ich möchte nicht auf meine Schokolade verzichten und das ist ja ständig nur Hungern. Daraus kann sich auch für dich dein Bild des Abnehmens formen, wodurch du unterbewusst natürlich dann auch mit einer gewissen Schwere an das Thema rangehst. Und natürlich sind auch die Medien und die Werbung, die damit reinspielen, weil oft genug sieht man es ja, wenn irgendein Unternehmen einen Shake verkaufen will oder eine Wunderpille, mit der man ganz leicht abnimmt, wird natürlich vorher gezeigt, dass es super schwer ist. Ja, dass du auf vieles verzichten musst, dass du nur noch Salat isst. Und so wollen die natürlich diese Brücke schlagen hin zu, hey, es ist super leicht, nimm einfach bloß die Pille. Suggeriert bei dir ganz tief, dass du halt denkst, okay, abnehmen ist super schwer und es ist einfach nur anstrengend. Es muss aber nicht sein. Dazu kommt dann auch noch deine eigenen inneren Limitierungen aus deiner Vergangenheit auch, wie zum Beispiel, okay, der fehlende Glaube an dich selbst. Schaffe ich das denn wirklich? Habe ich denn die Disziplin und den Willen dahinter? Und das merkst du ja immer wieder, wenn du immer wieder versucht hast abzunehmen und du scheiterst, dass du irgendwann unterbewusst denkst, okay, ich habe einfach keine Disziplin, ich habe keinen Willen, so bin ich halt, das schaffe ich nicht und gibst letztendlich auf. Und da kommen halt noch die inneren Zweifel dazu. Bin ich überhaupt gut genug, das Ganze zu erreichen? Weiß ich denn schon genug? Was ich auch immer wieder merke am Anfang, so eine gewisse Unklarheit, warum will man denn überhaupt abnehmen? Macht man das für sich selbst? Macht man das für jemanden anders? Was steckt da wirklich emotional dahinter? Ja, weil auch diese Unklarheit macht für dich kein Ziel so richtig definierbar. Das heißt, du kannst auch nicht die Motivation aufbauen, nicht die Emotionalität dahinter. Und dann fängst du an, nachher rumzuschwimmen, bist eher so im Nebel unterwegs und kannst auch nicht so richtig umsetzen. Andererseits ist es natürlich auch dein Umfeld, was dir immer wieder Dinge einredet, dass dir zum vor allen Dingen auch dieses Übergewicht, was du hast, oder die Körperfülle einfach mit dir identifizieren. Also es gehört einfach zu deiner Identität dazu. Man kennt dich nicht anders und dein Umfeld möchte auch nicht, dass du dich veränderst. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, gehe ich gerne auch nochmal in einem anderen Video drauf ein. Was ich auch immer viel merke mit den Menschen, die ich spreche, dass Übergewicht auch ein gewisser Schutzpanzer ist.
einfach um sich vor anderen Menschen zu schützen, um nicht verletzt zu werden. Und da hat man auch gewissermaßen das Übergewicht als seinen Vorteil, als Schutzpanzer, um da halt wirklich andere Menschen mit abzublocken. Also du merkst letztendlich schon, es gibt keine rationale Antwort darauf, ob Abnehmen leicht ist oder nicht. Es kommt immer eher auf deinen emotionalen Zustand an. Und dafür habe ich über all die Jahre, über die ganzen Erfahrungen mit genau diesen Menschen, die einfach abnehmen wollen und immer wieder scheitern, einen Plan entwickelt, womit es wirklich leichter wird, sein Wunschgewicht zu erreichen. Denn letztendlich erarbeite ich 1:1 mit dir individuell eine Struktur für deinen Alltag, was dir viel mehr Klarheit und Struktur gibt, das, was dir meistens immer fehlt. Am Anfang fehlt immer auch die Klarheit, was ist richtig, was ist nicht richtig, was bringt mich zu meinen Zielen. Und das dann halt auch 1:1 in deinen Alltag einzubauen, damit es dir leichter fällt, das Ganze umzusetzen. Und dadurch erlangst du für dich einfach auch eine gewisse Sicherheit und auch die ersten Ergebnisse werden kommen. Dadurch hast du auch letztendlich wieder mehr Glaube an dich selbst und baust eine gewisse Selbstwirksamkeit auf. Ja, dass du für dich auf einmal merkst, oh okay, ich kann es ja doch, ich kann ja doch abnehmen und ich muss dabei nicht hungern und ich muss auch nicht verzichten und ich kann trotzdem mal auch was Süßes essen, das ist überhaupt kein Problem. Hätte ich ja vorher gar nicht gedacht. Also du nimmst auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel ein, weil du es selber an dir merkst. Und dabei unterstütze ich dich auch, sämtliche Herausforderungen und vor allem auch deine blinden Flecke, die dich immer wieder scheitern lassen haben, beiseite zu räumen, um dein Wunschgewicht zu erreichen. Weil was schaffen wir damit letztendlich? Du lernst dich und deine Muster immer besser kennen und erfährst auf diesem Weg letztendlich auch, warum es bisher bei dir nicht funktioniert hat. Ja, weil es vielleicht auch einfach nicht das Richtige für dich war, weil es nicht individuell genug war, sondern du einfach bloß in irgendein System reingepresst wurdest und es deswegen nicht funktioniert hat. Aber du innerlich dachtest, okay, es liegt an mir. Ich kann es einfach nicht. Ja, und so finden wir immer wieder den individuellen Weg für dich. Ja, und dadurch, dass du dich immer besser kennenlernst, findest du deinen individuellen Weg zu deinem Wunschgewicht, wie du es in deinem Alltag sozusagen ausbauen kannst und immer wieder optimieren kannst. Und dabei stehe ich dir die ganze Zeit zur Seite mit meinem Wissen und auch meiner Erfahrung dahinter und gebe dir immer zum richtigen Zeitpunkt genau das, was du gerade brauchst, um wieder einen Schritt weiter zu kommen. Und am Ende hast du für dich so viel mehr Klarheit und auch Selbstwertgefühl, dass du sagst, okay, ich bin es mir einfach wert, mich gesund zu ernähren. Ich bin es mir wert, Sport zu treiben. Und ich bin es mir auch wert, mein Selbstbewusstsein nach außen zu tragen. Dadurch ziehst du auch wieder ganz andere Menschen an und merkst erstmal, was für ein Potenzial überhaupt in dir steckt. So schaffen wir es letztendlich, dass wir gemeinsam deinen persönlichen Weg finden für dein Wunschgewicht und vor allem, du kannst es danach auch wirklich halten. Ja, ich habe auch immer noch Kontakt mit den Menschen, die mein Coaching absolviert haben und niemand hat danach zugenommen. Ja, jeder hat das, was er erreicht hat, auch gehalten. Das ist auch meine Vision dahinter, dir letztendlich nicht einfach nur ein Programm aufzuschieben und zu sagen, hier komm, mach das jetzt, von dann bis dann. Und dann nimmst du einfach ab und danach ist mir das egal. Es ist letztendlich dein individueller Weg zu einem neuen Lifestyle, der dir all das ermöglicht, wo du gar nicht mehr zurück kannst. Und das macht es halt wirklich letztendlich so einfach, weil du dadurch genau die Sicherheit bekommst, die sich jeder wünscht bei diesem Thema und auch diese Struktur dahinter. Du weißt jederzeit, was du machst, wann du es machst und wie du es machst. Wenn dich das jetzt interessiert und du auch sagst, Mensch, es hört sich ja wirklich leichter an, als ich vorher dachte, dann steht dir der Weg komplett frei, dich einmal unten in den Links bei mir in der Webseite einzutragen. Wir tauschen uns einfach mal 1:1 aus und wir finden auch für dich deinen individuellen Plan, wie du in deinem Alltag letztendlich zu deinem Wunschgewicht kommst. Und dann sind wir beide auf jeden Fall schlauer, haben viel mehr Klarheit. Du hast für dich eine Struktur. Und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und bis dann.